So, hallo erstmal, willkommen zurück zu Genotype. Ich habe jetzt circa 20 Minuten Zeit, bis hier wieder das Wohnzimmer in Beschlag genommen wird. Dann kann ich kurz was zu dem Spiel sagen. Das ist mir ziemlich wichtig, weil ich habe die Beta mitverfolgt und mehrere Versionen gespielt und war von Anfang an begeistert, wie gut das technisch umgesetzt ist hier. Für eine Mobile-Version. Also es fühlt sich echt an wie ein relativ modernes PC-Spiel. Irgendwo zwischen Team Beef Mods von Prey und Red Matter 2. Ja, so würde ich es technisch einordnen. Wenig Echtzeitlichteffekte, aber schön reingebacken hier. So, ich kann jetzt durch diese Tür. Hier war Vorgeplänkel und Tutorial, wie man die ganzen Sachen hier druckt und so. Ich kann hier meine Waffe ändern. Ich kann mir hier so einen Greifer wachsen lassen. Oder auch einen Spucker. Komplett auf Englisch das Spiel, aber ich glaube, wenn man möchte, kann man sich da auch reinfuchsen. Oh, sieht echt schick aus. Echt schick. In der Beta war das alles noch ein bisschen grob, aber das haben die gut gepolished. Ach, hier kann man auch speichern, ja. Hätte man mir auch eher sagen können. Ich benutze extra möglichst viele Safe Slots, weil in der Beta gab es ein paar Bugs, dass hier Sachen nicht ausgelöst wurden und dann musste ich immer wieder von vorne anfangen. Haben die aber alles gefixt? Welcome to the main hall of the lobby. This place is huge. What exactly did you do here? Never mind that. See that door to your left with a big N over it? That leads outside. Oh? But it's locked. Oh. There's a security room in the south wing. You should be able to override the locks from there. But you'll need a biopass to get access to it. Okay. Da geht's nach draußen und da muss ich hin, um die Tür aufzukriegen. So, hier sind Materialien und Spritzen. Die Spritze kann ich hier in mein Inventar packen für später. Bin noch gesund. Oh, nee, bin nicht gesund. Das hier ist 3D-Druckmaterial. Damit kann ich mir hier Sachen wachsen lassen. Munition. Ach nee, an den Terminals kann man das. Erzähl ich schon wieder Quatsch. So, genau, ich würde einmal Medizin hier nehmen. 87 reicht erstmal. Was gab's denn noch? Bestimmt noch was hier. Da. Das hier sind sowas wie Skill Points. Kann man in so einem Skill Tree einsetzen. Terminals. Versuchen wir mal hier reinzukommen. All right, I'm at the door to the security room. Stick the biopass into the socket of your offhand glove. Then simply put your hand on the biometrics identification scanner to unlock the door. What people won't do to avoid keys. Okay. Habe ich sowas? Haben wir nicht. Müssen wir erstmal hier gucken. Ich glaube, diesen Bereich habe ich auch nur einmal gesehen. Speichern wir mal lieber. So. Ja. Ja, doch, das habe ich gesehen. Das sieht sehr cool aus hier. Dieses Spion. Oh, Munition alle. Das ist ein bisschen doof jetzt. Muss ich jetzt hier den Grubber nehmen? Kann ich die damit zerfetzen? Was ist keine Munition? Muss ich die einfach dann angrabben und dann ziehen, dann zieht das hier noch Schaden ab. Können wir immer noch nicht rein.
Medizin können wir mal reinpacken. There should be a biopass here, somewhere. This was an office once. Okay, das war mein Büro und hier gibt's irgendwo einen Biopass. Mal gucken. Wenn Gegner kommen, habe ich hier auch noch eine Rakete. Die kann ich mir hier dran stöpseln. Sicherheitshalber machen hier kommen bestimmt Gegner. Ich glaube, das habe ich noch so ähnlich. I think I see the biopass. Pick it up. Great. Stick it in your glove. Gut. Jetzt kann ich die Level 1 Türen öffnen. Ja, coole Atmosphäre. Auch mit der Musik und auch das ganze Setting hier. Den Insekten gefällt mir sowieso ziemlich gut. 10 sehr biologisch aus, die Viecher, ein bisschen wie bei Crashland. Lockdown initiated. Oh shit. Für den hier? Nee. Okay, aber ich habe hier gespeichert. Das gibt's ja nicht. Terminal. There should be a biopass here somewhere. This was an office once. Okay, packen wir jetzt das Ding da drauf. I think I see the biopass. Pick it up. So.
Aggression pheromones detected. Lockdown initiated. Oh shit. Aggression pheromones cleared. Lockdown lifted. Are you all right? They must have known you were coming. Get me out of here right now. You got the biopass. You'll have to make your way to the security room. Meine Hand anbringen. Helfen wir mal hier. So, Hand Creature kann ich hier modifizieren. So, diese Dinge. Great. Achso, das sind so Perks, die man hier freischalten kann. Upgrade Slot habe ich schon eins belegt. Mehr Gesundheit. Gekauft. Glass Cannon. Okay, ich habe nur noch 14 Tokens. Kann ich nichts kaufen. Okay, Splitter Ammo kann ich kaufen. Das ist schon mal sehr praktisch. So, den können wir auch noch erweitern. Mehr Impact oder Feuer. Haben nix. Okay. Brauchen wir uns auch nicht entscheiden. Biopass Level 2. Gut. Heilung, oh, brauchen wir eh.
So, the security room should be to your left. Okay, dachte jetzt, wird spektakulär noch die Hand mutiert oder sowas? You triggered an alarm. Okay. Really? Alarm. You read that in Security Systems 101. There's a security terminal in the back of this room. You can turn the alarm off there. Okay. I also unlocked the northern door. Great job. Yeah.